Okay, auf geht's, ab geht's. Ton an. Spot an. Rein geht's. Zu Hause, überall. Der FC Bayern freut sich sehr auf sein drittes Gruppenspiel in der UEFA Champions League. Morgen hier gegen Galatasaray Istanbul. Und damit auch herzlich willkommen zur Pressekonferenz, wie gewohnt, tags zuvor. Heute mit Matthijs de Ligt, der zurück im Team ist. Hallo Matthijs. Hallo, hallo. Schön, dass du wieder da bist. Und jetzt natürlich die... Was ein sympathischer Dude, oder? Der de Ligt. Ach, ich mag ihn einfach. Ja, der de Ligt hat bei mir auf jeden Fall notentechnisch ein kleines Standing mehr. Die Fragen beantwortest. Wir werden das natürlich ins Türkische übersetzen. Matthijs antwortet auf Deutsch. Dann fangen wir auch gleich an. Ja, geht das wieder los. Von Mario Krischl für den Kicker, bitte. Jetzt. Ein bisschen mit, wie geht's dir jetzt gerade? Waren ja die letzten Wochen wahrscheinlich wieder nicht die einfachsten. Bist du annähernd bei 100%? Kannst du jetzt durchspielen? Du musst es ja wahrscheinlich. Da könnte ich, ohne Scheiß, da könnte ich schon wieder eskalieren, ne? Kannst du 90 Minuten durchspielen? Kannst du das? Schaffst du das? Nein, nicht wieder. Ja, wie schaut's aus bei dir? Ja, ich fühle mich gut. Natürlich, letztes Spiel 90 Minuten gespielt. Das ist natürlich immer schön für einen Fußballspieler. Ja, physisch bin ich auch gut. Natürlich noch nicht komplett schmerzfrei, aber das ist... Ich glaube, ganz normal, wenn du eine Woche zurück noch nicht normal gehen kannst. Und ja, deswegen, ich glaube, als Fußballspieler hast du immer ein bisschen Schmerz und ja, da musst du durchgehen. Und ja, jetzt brauchen wir allen. Und, Das ist doch ein Abwehrspieler der alten Schule, oder? So Roland Grahammer mäßig. Fußballspieler musst du immer ein bisschen Schmerzen haben. Deswegen fühle ich mich gut. Dankeschön. Dann hier auf der rechten Seite Christian Kunz für die dpa. Was erwartest du morgen Abend für ein Spiel und was für eine Stimmung? Dass die übersetzen auf Türkisch oder was? Ja, natürlich ein sehr schwieriges Spiel. Ich glaube, dass das Galatasaray immer mit die ganze Arena zusammenspielt und das ist sehr schwierig natürlich für einen Gegner. Wir haben natürlich die Leute hinter die Mannschaft stehen und ja, das ist natürlich sehr schwierig und ich glaube, dass auch die Galatasaray jetzt mit sie haben viel Erfahrung, viele gute Spieler, viele Spieler auch, die in die Top-Ligen gespielt haben. Und ja, deswegen erwarte ich ein sehr schweres Spiel morgen. Wieder auf der linken Seite, Julian Wolf. Ja, einfach will es nicht werden, ne? Wie gesagt, es kommt darauf an, wie wir dagegen halten, sag ich mal. Bin gespannt. Magst du einen Haarschnitt? Ja, ist schon gut aussehender Junge, ne? Wolf für die Welt. Ja, hallo Matthijs. Eine Frage, und zwar, wenn du die Abwehr siehst in der letzten Zeit, die Offensive war sehr gut, aber... What the fuck? Die Offensive war sehr gut. Vielleicht sind wir doch alle zu kritisch hier, Leute. Ihr habt wenig zu null gespielt. Achso, nur mal als Info für die, die das auf YouTube sehen, ich mache das hier gerade live auf Twitch, ne? Wenn ihr euch manchmal fragt, warum ich ein bisschen dummes Zeug... in Richtung Chat erzähle. Was denkst du, woran liegt das? Lag das an den vielen Verletzten? Oder ja, gibt es andere Gründe dafür? Wo siehst du da noch Luft nach oben, defensiv gesehen? Ja, dass unsere Außenverteidiger vielleicht mal lernen, defensiv zu denken und defensive Zweikämpfe zu führen. Das wäre schon mal ein guter Anfang. Ja, das ist natürlich immer Luft nach oben. Natürlich jetzt verwerten wir viele von unseren Chancen und das ist natürlich sehr gut. Das ist natürlich ein, glaube ich, auch ein riesiger Schritt nach vorne. Und ja, das Zusammenspiel mit der ganzen Mannschaft kann manchmal natürlich auch noch besser, aber ich glaube, wir sind eine Mannschaft, die jeden Tag etwas lernt. Und ich glaube auch, dass das, ja, natürlich, wir haben viele neue Spieler auch. Natürlich Minje ist neue Spieler und wir brauchen natürlich auch ein bisschen Zeit zusammen mit allen, um unsere Verhältnisse in der Verteidigung besser zu machen. Und dann bin ich sicher, dass wir auch mehr zu Null spielen können. Nebendran. Ja, das denke ich auch. Es braucht halt ein bisschen Zeit und wir brauchen vielleicht mal Guerrero als Linksverteidiger und vielleicht endlich mal irgendwie einen Rechtsverteidiger, auf den man sich mal festlegt. Ja, mal sehen. Hanna Reif für Münchner Merkur. Ja, Matthijs, über die Breite des Kaders ist viel diskutiert worden in den letzten Wochen. Du bist einer der Betroffenen in der Abwehr. Seid ihr ein, zwei Mann zu wenig da hinten oder ist es okay für euch, die dann auch spielen müssen wie du, wenn es vielleicht noch nicht 100% sind?
Nee, er setzt natürlich lieber draußen, anstatt jetzt zu spielen zu dürfen. Also er wäre froh, wenn er jetzt noch 2 oder 3 Wochen draußen sitzen dürfte. Ja, das ist für mich nicht, da kann ich nicht etwas über sagen, weil... Ja, was soll er auch sagen, Alter? Job. Am Ende ist mein Job, fit zu sein und fit zu bleiben und meine Arbeit zu machen auf dem Platz. Und die letzten Spiele habe ich das gemacht und hoffentlich kann ich das auch mehr machen. Und ja, die andere Sache, was nicht meine Arbeit ist, das hat keinen Sinn, darüber zu denken oder zu reden, weil ich glaube, das kostet nur Energie. Guck mal, und genau so eine Aussage hätte Tuchel auch treffen können, zu den ganzen hohlen Fragen, die immer kommen. Ja? Nur mal so, er muss nicht immer auf jeden Scheiß drauf eingehen. In der zweiten Reihe Curry Howe für Sport 1. Als Upamecano noch fit war, warst du auf der Bank häufiger. Wie bist du mit der Situation umgegangen? Wie ist auch dein Verhältnis zu Thomas Tuchel und hat er dich in den... Das ist auch wieder so eine tolle Frage, oder? Was soll er jetzt sagen? Soll er jetzt sagen, ja, ich nehme den Thomas das aber krumm, ist eigentlich ein Arschloch. Was soll er jetzt sagen zu seinem Trainer, Alter? In der Situation oder in der Phase auch immer mal geupdatet, gab es da Gespräche, was du vielleicht verbessern musst und wenn ja, was gibt's? Was soll er denn bitte verbessern, Alter? Was ist denn an dir noch zu verbessern? Danke. Ja, natürlich, als Fußballspieler wirst du immer spielen, aber ich glaube, ich verstehe auch, dass ein Trainer muss eine Entscheidung treffen und natürlich war mein Saisonstart nicht so einfach. Ich komme natürlich auch von einer Verletzung, einer wahren Verletzung und deswegen war auch mein Saisonstart nicht so einfach. Natürlich die ersten 5 Spiele auch nicht in der Start aufgespielt. Dann gegen Bochum die Chance gehabt und ich glaube auch gute Halbzeit gespielt und natürlich die Verletzung, das war natürlich schade auf diesen Moment. Normalerweise ist das ein Spiel und ein Moment, dass du spielen kannst, dass du mehr spielst und auch Rhythmus kriegst in deine Leistung. Jetzt bin ich wieder fit und hoffentlich kann ich jetzt auch die Mannschaft helfen und auch die Trainer damit. Gibt es weitere Handzeichen? Also, die Fragen für Tuchel beantworten. Ja, der hat doch schon viel erlebt für sein Alter, ne? Darf man halt nicht vergessen. Er war Kapitän bei Ajax, aber dann bei Juve. Also, nur weil er noch jung ist. Deswegen ist es halt so ein Schlag in die Fresse gewesen und so komplett unverständlich, dass man den aussortiert. Ne? Er ist halt so der Leader da hinten. Also, ganz wild. Auf dieser Seite und da auch nicht mehr. Doch, Torben Hoffmann für Sky. Apropos fit, Manuel Neuer, so deutet es zumindest an, wird jetzt eben am Wochenende gegen Darmstadt möglicherweise wieder zwischen den Pfosten stehen. Was bedeutet das für dich zum einen? Und auf der anderen Seite geht auch wieder um eine Verletzung, Icardi angeschlagen. Wie ist man in der Spielvorbereitung? Also denkt man dann, der und der könnte spielen, der kommt mit den und den Stärken auf mich zu. Also gehst du davon aus, dass du morgen auf ihn triffst? Ja, natürlich sind wir sehr, sehr froh, dass Manu morgendlich wieder dabei ist am Samstag gegen Darmstadt. Ja, Manu ist natürlich ein Weltklasse-Torwart, einer der besten in der ganzen Historie, glaube ich, von der Fußball. Und ja, ein Spieler mit diesen Qualitäten, das macht natürlich sehr viel für die Mannschaft. Nicht nur auf dem Platz, aber auch aus dem Platz mit seiner Erfahrung, mit seiner Qualität. Und wir hoffen natürlich, dass er gut zurückkommt. Und das von der Karte habe ich noch nicht, das ist das erste Mal, dass ich das gehört habe. Natürlich schauen wir immer unsere Gegner und was die Qualitäten sind von der Mannschaft, von den Gegenspielern. Und das ist nicht nur Icardi, aber auch die anderen Spieler. So, ja, ich vorbereite mir es gut wie möglich und dann sehen wir morgen. Und Martin Volker hinten noch in der zweiten Reihe. Herr Delicht, eine Frage zur Taktik. Wenn nur Kimmich im Mittelfeld spielen kann, weil Goretzka ausfällt und Leimer rechts spielen muss, ändert das was? Muss da ein bisschen die Offensive ein bisschen mehr nach hinten arbeiten? Was denken Sie? Oh, Alter. Stell doch so eine Frage mal dem Tuchel. So, du meinst, dass wir da mit 1-6 spielen, meinst du? Ich spiele die ganze Zeit mit nur einem Sechser.
Es ist natürlich, über die Taktik sprechen, ist natürlich nicht immer so einfach. Natürlich wissen wir, wenn du mit 2 Sechsen spielst, dann kann es eine ein bisschen mehr gehen. Und wenn du mit 1 Sechs spielst, muss eine ein bisschen mehr bleiben. Und ja, ich glaube, das ist ganz normal und das weiß auch jeden. Ja, weil Mats Raui ja noch verletzt ist, oder nicht? Weiß ich nicht. Werden wir ja gleich hören, wenn der Tuchel kommt, denke ich mal. Der wird uns ja ein Update geben. Denke ich zumindest noch. Am Ende macht der Trainer die Entscheidung, was er denkt, dass das Beste ist vor dem Spiel. Und ja, dann müssen wir unsere Arbeit machen, wie immer. Dann vielen Dank, Matthijs. Danke, Teil 1. Danke. Wir sind gleich zurück mit dem Trainer. Danke. Wir sind gleich zurück mit dem Trainer. Spul dich doch mal vor, bis der Trainer da ist. So, Teil 2 der... Alter, aber wieder ein stylisches Käppi auf heute. Wieder die Haare nicht geföhnt, oder was? Ist ja wild. Pressekonferenz jetzt mit unserem Chefcoach Thomas Tuchel und natürlich den ersten Frage wünschen, Marco Mader für den SID hier hinten bitte in der 3. Reihe. Danke. Hallo, Herr Tuchel. Hallo. Sie haben Nusmas Raue wieder im Kader dabei. Wie fit ist er aus Ihrer Sicht schon wieder? Wie lange kann er gehen? Und wie haben Sie ihn erlebt nach dem Wirbel und seiner Person in den letzten Tagen? Vielen Dank. Ja, Nus war im Einzeltraining nach seiner Verletzung bei der Nationalmannschaft. Und wir haben jetzt den Regenerations- oder ja, Prozess bis aufs Äußerste beschleunigt und versucht zu beschleunigen. Und sind in den letzten paar Tagen ein bisschen Risiko eingegangen, immer mit der Abstimmung mit dem Spieler natürlich. Und der hat sich gut gefühlt, hat alle Prozesse durchlaufen. Die waren jetzt alle ein bisschen schneller als normal. Und deshalb hat er heute voll im Abschlusstraining mitgemacht. Wenn jetzt keine Reaktion darauf entsteht über Nacht, dann, es war jetzt nicht lange, dann denke ich, kann er spielen, wenn er sich sicher genug fühlt. Medizinisch ist das okay, so wenn es keine Reaktion gibt. Und wie lange es dann hält, hängt auch davon ab, oder wie lange er spielen kann, hängt auch davon ab, wie intensiv das Spiel wird. Auf der linken Seite Tobias Altsch. Aha, also spielt ein Leimer nicht als rechter Verteidiger. Raucherstimme. Scheffel für Sportbild. Servus, Herr Tuchel. Sie mussten viel über den Kader schon sprechen, aber wenn wir mal jetzt hier, wir spielen in der Champions League oder ihr spielt in der Champions League morgen, ganz nüchtern den Kader von euch mit Manchester City, Real Madrid, PSG vergleicht, die ja auch alle den Titel als Ziel haben. Wo ordnen Sie dann den Bayern-Kader ein? Wie bitte? Wo ich den dann einordne? Den ordne ich gar nicht ein, weil es gar nichts bringt. Wir fühlen uns bereit, um morgen ein sehr schwieriges Spiel zu gewinnen und wollen durch die Gruppe. Die Champions League funktioniert nur Schritt für Schritt. Eigentlich funktioniert jeder sportliche Wettbewerb nur Schritt für Schritt. Und es bringt überhaupt nichts, uns zu vergleichen. Wir fühlen uns stark genug, die Gruppe zu gewinnen. Das ist unser Ziel. Wir wollen in die K.O.-Phase. Und in der K.O.-Phase, das wissen Sie selber, brauchst du auch ein bisschen Losglück, und du brauchst die Tagesform, du brauchst Glück, dass keine Verletzten, keine gesperrten Spieler hast. Und dann. Und dann musst du halt einfach total langweiligen Fußball spielen, aber die Ergebnisse einfahren. Dann ist doch alles gut. Schaust du, wie weit es gehen kann, aber jetzt gerade macht es keinen Sinn, uns mit Teams zu vergleichen, die nicht mal in unserer Gruppe sind. Morgen ist ein super schwerer. Also ist auch Schwachsinn immer. Ja, das ist aber, da rühre ich mich in den Kommentaren auch immer drüber auf. Dass man irgendwas vergleicht. Ja, aber Manchester City hat diese Saison schon ein Spiel verloren. Und wir nicht, deswegen sind wir so geil. What the fuck? Wen interessiert denn Manchester City, Alter? Wie in unserer Liga oder was? Ist das unser Gegner? Also immer komplett wild. Was sollen wir jetzt den Kader mit Real Madrid oder PSG vergleichen? PSG hat die letzten Jahre immer den teuersten. Guckt euch die Offensive an, die da mal rumgelaufen ist. Mit Mbappé, Neymar, Messi. Trotzdem die Champions League gewonnen. So, wen interessiert's, Alter? Ne? Lächerlich immer. Junge, Junge. Aber wenigstens hat er da mal eine vernünftige Aussage getroffen, der Tuchel. Das Auswärtsspiel beim sehr starken Gegner, der, glaube ich, 17 Mal in Folge ungeschlagen ist. Und wir sind hier, um die Serie zu brechen. Das ist ja mal eine Ansage. Da werden wir aber morgen mal die Messlatte dran anlegen, ne? Linke Seite, Hanna Reif für Münchner Merkur.
Herr Tuchel als Schalke gespielt hat hier vor einigen Jahren, hat Domenico Tedesco im Training die Dezibelzahl aus dem Stadion simuliert. Ich nehme an, das haben Sie nicht gemacht, aber kann man die Spieler irgendwie auf diesen Hexenkessel besonders vorbereiten? Muss man es vielleicht auch? Nee, wir haben es nicht gemacht. Ich glaube, wenn, dann hätten wir dafür ins Stadion gehen müssen. Aber wir sind jetzt auch nicht ganz grün hinter den Ohren. Ich glaube, dass jeder auch schon mal... Ich wollte gerade sagen, was ist denn los, Alter? Die tun jetzt gerade so, als wirst du da mit Bananen beworfen, wie der Olli immer. Also mal ruhig bleiben. Ja, ist ein bisschen lauter da, die sind ein bisschen frenetischer. Trotzdem hast du einen Ball und viereckige Tore, Alter. Vielleicht sogar hier in der Türkei oder an anderen lauten Stadien gespielt hat. Deshalb trauen wir uns schon zu, damit umzugehen. Ich war selber einmal hier im Champions League-Spiel. Das ist natürlich extrem emotional, extrem laut. Deshalb ist es auch nicht zu simulieren vorher, glaube ich. Das ist auf jeden Fall ein Faktor, den Galatasaray natürlich hat und zu ihrem Vorteil nutzen will. Und das werden wir morgen am eigenen Leib spüren, aber das ist auch eine Herausforderung, das ist Champions League. Ja, wegen solchen Spielen spielen wir noch Fußball, Alter. Ja? Es gibt doch nichts Schöneres, als wenn du in so einem Stadion bist, wo richtig Feuer ist, wo das ganze Stadion gegen dich ist. Das ist doch Motivation, ey. Statt dass das lebt. League und bei einem großen Traditionsverein und in einem extrem lauten Stadion. Deshalb ist das auch eine große Herausforderung für uns. Auf der rechten Seite, Julian Buhl für T-Online, bitte. Üben Zeichen, ja. Ja. Hallo, Herr Tuchel. Ja, Sie kennen ja nicht nur die Atmosphäre, sondern auch Icardi. Wie ist da Ihr Plan, ihn zu stoppen? Und ja, gehen Sie auch davon aus, dass er dann spielen wird morgen? Meine letzte Information ist, dass das sehr fraglich ist. Meine letzte Info ist, dass er nicht spielen kann, für längere Zeit ausfällt. Gut, Mauro ist natürlich ein Vollblutstürmer in der letzten Reihe. Das Spiel war jetzt schon auf ihn ausgelegt. Ich glaube, das ist auch das, was er braucht und was er liebt. In der absolut letzten Reihe zu spielen, in der letzten Linie zu spielen, jeden Ball im Grunde auch steil zu fordern. Das ist seine große Stärke, einfach im offensiven Umschalten so nah in der letzten Linie zu spielen und da ständig durch die Linie durchzubrechen und da gefüttert zu werden und dann mit einem oder zwei Kontakten abzuschließen. Das hat er im Blut, da gibt es nicht viel bessere. Aber meine letzte Info ist, dass er nicht spielen kann, aber das werden wir dann morgen auch erst eineinhalb Stunden vor Spielbeginn wissen. Wir werden die Mannschaft vorbereiten, natürlich drauf und unsere Viererkette im Speziellen darauf vorbereiten, dass wie wir das normal machen. Linke Seite, Torben Hoffmann für Sky. Thomas, apropos Ausfall, Leon wurde ja operiert an seiner Mittelhand. Wann planst du persönlich da wieder mit ihm? Also kann man schon ungefähr sagen, wie lange er ausfällt? Wann planst du persönlich wieder mit ihm? Ja, also ich denke mal, ich plane Leon jetzt nächste Woche ein. Persönlich, wie es mit der Hand ist, ist mir eigentlich egal. Frage. Ausfallwert, Borussia Dortmund ist natürlich auch so ein Spiel, so ein Klassiker wahrscheinlich mit Blick auch auf die Tabelle und insgesamt Konstellation. Kann er da schon wieder spielen oder dauert es ein bisschen länger? Ja, wobei wir dann, ja, das Spiel ist natürlich ein super wichtiges Spiel und das ist vom Datum her das Spiel, das man realistisch anpeilen kann. Wir wissen nicht, ob wir es schaffen, aber das ist ein Spiel bei optimalem Heilungsverlauf, das er schaffen kann. Ja, komm, müssen jetzt auch wieder nicht so tun, als wenn der Leon gerade die letzten Wochen so überragend wäre, Alter. Da wollen wir mal auf dem Boden bleiben, ey. Da müssen wir schauen. Da wird dort die Meisterschaft auch nicht verloren und nicht gewonnen, aber klar. Naja, wenn du das Spiel verlierst, dann wird es schon ziemlich eng werden für dich. Das kann ich dir versprechen. Ja, das ist vom Datum her Zeitrahmen. Auch wenn die Meisterschaft da nicht entschieden wird, da hat er schon recht, ey. Aber das kann dann schon eng werden. Dann hier rechts, die vorletzte Reihe, bitte, ja? Warte. Ich habe ein bisschen ein Deutsch. Ja, gut. Ah, ja, sehr warte. Gut. Warte. Das ist ja geil. Willkommen in der Türkei. Dankeschön. Kennen Sie ein türkisches Wort? Oh. Atisch. Ja. Ich kenne mit Sicherheit ein türkisches Wort und fällt mir jetzt nicht ein auf der Pressekonferenz. Haben Sie mich auf den falschen Fuß erwischt. Tuchel, jetzt gibst du aber kein gutes Bild ab, ne? Was ist das denn für eine Vorbereitung, wenn du in die Türkei fährst? Wollen wir wenigstens mal hier ein paar türkische Wörter sprechen?
Ja, komme ich jetzt spontan nicht. Was heißt denn Askim? Drauf schlecht, schwach von mir, sorry. Ja. Dankeschön. Das war... Es wird nicht besser, ne? Es wird nicht besser. Schatz auf Türkisch heißt Askim, okay. Was schon? Oder noch ein Fußball? Nein. Dann der Kollege davor, bitte, ja? Da wird aber ein bisschen rot, ne, der Tuchel? Oyuncunuz Mazrui'nin Filistin'le ilgili bir paylaşım oldu. Hören Sie mich gut? Ihr Spieler Mazrui hat etwas gepostet über Israel, Palästina. Und dann wurde er vom Verein gerufen, er sollte allein trainiert werden. Heute war er im Kader. Haben Sie mit ihm gesprochen? Dankeschön. Ja, wir haben natürlich mit ihm gesprochen. Er hatte nicht, er hat nicht alleine trainiert als Strafmaßnahme oder als Strafmaßnahme, sondern er hat alleine trainiert, weil er verletzt von der Nationalmannschaft zurückkam. Natürlich, wir haben viel mit ihm gesprochen. Wir haben uns sehr tief und grundlegend mit der Thematik befasst und Das verstehe ich halt auch nicht, Alter, diese Aussagen. Wir haben viel mit ihm gesprochen. Hat man ihn jetzt versucht zu überzeugen oder was gibt es da viel zu besprechen? Hä? Was ist das für eine Aussage? Ja, die Frage bei letzter Pressekonferenz schon gehabt. Klar, dass die türkischen Kollegen das nicht mitkriegen. Die gucken ja keine Pressekonferenzen vom FC Bayern. Aber ja, das verstehe ich nicht. Wir haben viel mit ihm gesprochen. Was willst du da viel sprechen? Also Verein und unser CEO hat ein Statement dazu herausgegeben. Ja, was grandios ist. Also wir haben wieder eine richtig gute Figur abgegeben als großer Fußballverein. Statement mit zwei Sätzen, Alter. Und statt dass da eine Pressekonferenz gemacht wird, wo der sich da nochmal hinsetzt und wo sich der Spieler mit da hinsetzt und wo die dann ein Statement abgeben. Kann ja sein, dass das alles nicht so gemeint ist, wie er es geschrieben hat. Ist ja auch gut. Ja, dann ist das so. Ja, dann hat man das aber auch da zu kommunizieren und sich da hinzuhocken, Alter. So, und dann kann man den Typen mal in die Augen gucken und dann kann man mal seine Körpersprache sehen und dann kann man mal sehen, wie er das gemeint hat. So, ich kann da auch einfach einen Satz hintippeln und sagen, ja, war alles nicht so gemeint, ne, alles gut. Und wir blocken jegliche Anfragen dazu ab, Alter. Was ist das für ein Verhalten? Junge, ey. Also, ach, das wird noch richtig nachglühen. Gegeben, bei dem es bleibt und Nuss bleibt im Kader und bleibt unser Spieler. Und hier auf der linken Seite bitte, ja? Yes, of course. Ja, na klar. Verstehe ich ja auch, dass man darüber sprechen muss. Wie gesagt, ich maß mir auch nicht an, da irgendwie ein Urteil zu sprechen oder sowas, ja? Aber wenn ich so ein Post mache, danach dieses komplett... Danach hat er ein Statement gepostet. Jetzt wird das Statement durch. Wenn ich doch den ersten Post nicht so meine, wie ich ihn da geschrieben habe, dann muss ich nicht als zweites so ein Statement machen. So, das widerspricht sich schon. Ja. Und dann finde ich es einfach schwach von unserem Verein, da ein Statement zu machen von zwei Sätzen und zu sagen, ja, wir blocken jegliche weitere Fragen ab. Und dann muss ich wieder in der nächsten Pressekonferenz Tuchel da hinsetzen und muss das wieder moderieren. So, da gehört sich halt von oberster Stelle dahingesetzt, dann gehört das einmal aufgearbeitet und dann ist das Thema durch. Ja. So, aber das passiert halt gar nicht erst. So, dann setzt sich hier der Präsident von irgendeinem jüdischen Verband ins Sportstudio, macht den FC Bayern da rund und das wird nicht das letzte Mal gewesen sein. So, und er hat auch nicht damit ganz Unrecht, ja, man muss das einfach ein bisschen anders handeln. Es geht nicht darum zu sagen jetzt, ja, wir müssen den jetzt suspendieren oder sowas, darum geht's gar nicht. Es geht einfach darum, dass man sich da hinsetzt, mal eine Pressekonferenz gibt, das mal kurz aufarbeitet, da mal klare Kante zeigt, von beiden Sachen, ja, vom Spieler und vom Vereinsseite und dann ist das Thema doch abgehakt. Aber nein, man macht sich da wieder ein Fass auf, weil man keine Eier hat, da irgendwas mal klipp und klar zu äußern, Alter. Bild. Ihr Gegner Galatasaray, das große Thema, ob Icardi morgen spielen wird, gibt es Dilemma. Also werden Sie Maßnahmen in der Verteidigung gegen ihn, was Alter, was haben die denn mit ihrem Icardi, Alter? Ist das da der Gott in Gala oder was? Also, als ob wir da jetzt extra irgendwelche, wir nehmen jetzt extra in Manndeckung. Wir verpflichten extra Guido Buchwald nochmal, wie damals Maradona, nehmen wir den Icardi extra in Manndeckung.
Junge, bleib doch mal auf dem Teppich, ey. Was denken Sie, was sind Ihre Einschätzungen über Icardi, ob er spielt oder nicht? Meine letzte Information ist, dass er verletzt ist, aber wir werden nicht weiter nachforschen. Wir werden uns dann morgen. Ja, nachforschen. Kannst ja mal den Maulwurf engagieren, der bei uns ist, weil ich finde, der war drauf. Morgen erst wissen, wenn der Spielberichtsbogen 1,5 Stunden vor Spiel zu uns kommt. Aber Galatasaray ist, Mauro ist natürlich ein Schlüsselspieler und Mauro ist auf jeden Fall ein Unterschiedsspieler. Sie haben das ja am eigenen Leib erfahren, als er für Paris getroffen hat hier in der Champions League. Er ist der Mann für die entscheidenden und für die wichtigen Tore und kann immer den Unterschied machen. Aber Galatasaray ist auch mehr als nur Mauro. Die Mannschaft ist sehr aggressiv, ist sehr mobil, ist attackiert. Offensiv, mit dem Ball, ohne den Ball. Wir haben schon, finde ich, einen Stil gewechselt. Haben eine sehr starke. Ja, wir auch. Wir haben auch einen Stil gewechselt. eine sehr emotionale, eine sehr aggressive Mannschaft, die ja sehr, sehr lange jetzt umgeschlagen ist. Und deshalb müssen wir auf mehr vorbereitet sein als nur auf Mauro Icardi. Machen wir noch zwei Fragen, bitte. Hier, rechte Seite, ja. Erstmal herzlich willkommen in der Türkei. Ich möchte Ihnen sagen, vor 8, 9 Jahren Thomas Tuchel hatten Sie gegen Galatasaray gespielt. Nachdem Sie Mainz, Vertrag mit Mainz aufgehört haben, haben Sie gesagt, dass Sie wissen, Pause machen wollen. Was denken Sie über Fußball, türkisches Fußball? Würden wir Sie in der Türkei als Trainer sehen? Was denken Sie darüber? Also, ich muss sagen, dass ich sehr beeindruckt bin von dem, wie Galatasaray spielt, wie sich Galatasaray jetzt auch entwickelt hat. Es ist eine sehr starke, sehr, sehr dynamische, sehr schnelle, sehr aggressive Mannschaft. Das war jetzt nicht die Frage, Thomas. Die Frage war, ob du jemals dir vorstellen kannst, in der Türkei Trainer zu werden. Es ist so in meiner Terminplanung, dass wir uns normalerweise nicht mehr tief in andere Ligen reinversetzen, weil wir damit beschäftigt sind, unsere eigenen Spiele zu schauen und dann den Gegner zu schauen und wieder unsere Spiele nachzuschauen. Eigentlich ist der Trainerjob heutzutage nur noch Spiele schauen. Ne? Spiele schauen und dann ein bisschen mal zusammenschnippeln, für 3 Videokonferenzen den Spielern das zu zeigen, und das ist so die Trainertätigkeit heutzutage. Deshalb sind wir jetzt natürlich tiefer in der türkischen Liga drin. Wir haben das Spiel gegen Fenerbahce gesehen zuletzt. Wir haben natürlich Spielszenen aus der Liga gesehen. Ich glaube auch, er hat die Frage nicht richtig verstanden, oder? Das war alles auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Oder wir haben die Frage nicht richtig verstanden, oder ich. Ich weiß nicht. Galatasaray ist der Traditionsverein schlechthin, große Tradition, viele Fans, international bekannt und sehr emotional. Deshalb ist es ein großes Match. Und wir werden unser bestes Niveau benötigen, um in der Lage sein zu gewinnen. Dann die letzte Frage bitte, hier in der Mitte, ja? Wilde Antwort, ey. Wilde Antwort auf die Frage, aber gut. Emre Oktay, Anadolu Ajansı, Galatasaray bu gruba. Ja. Emre Oktay, Anadolu Ajansı, Galatasaray bu gruba 4. torbadan girdi. Galatasaray ist in diese Gruppe von der 4. Katalog reingekommen. Was sind Ihre Einschätzungen über Galatasaray? Weil in den letzten 2... Junge, die Frage hat er doch gerade schon 2-mal beantwortet. Spielen hat Galatasaray sehr eine große Menge gemacht haben. Da haben sie 4 Punkte, besonders gegen FC Kopenhagen, von 2-0 bis 2-2 gemacht haben und gegen Manchester United ein sensationelles Resultat geholt haben. Was sind Ihre Einschätzungen über diese 2 Spiele? Ja, ich glaube, dass die Ergebnisse für sich sprechen. Es ist eines der schwierigsten Spiele in Old Trafford bei Manchester United zu gewinnen. Das hat Galatasaray geschafft, sind aus einem 0-2 zurückgekommen gegen ein sehr starkes Kopenhagen. Es ist ein extrem schweres Los aus dem Top 4. Es ist ein sehr guter Gegner, ein sehr, sehr großer Verein, ein traditionsreicher Verein, der die Art zu spielen, habe ich das Gefühl, etwas umgestellt hat, aggressiver spielt, sehr nach vorne ausgerichtet spielt, sehr schnell und zielstrebig Fußball spielt. Auf dem höchsten Niveau. Das haben sie in den ersten beiden Champions-League-Spielen unter Beweis gestellt, und
Deshalb verwundert es nicht, dass sie aktuell 4 Punkte haben. Wir haben aktuell 6 Punkte und wollen auch nach dem Spiel vor Galatasaray. Man muss doch mal ein bisschen überlegen, ne? Weil wir wirklich 6 Punkte haben. Passerei sein, natürlich. Ah, geil. Vielen Dank, Thomas. Danke, Sülemann, dem Übersetzer. Prima. So, dann freuen wir uns auf das Spiel morgen. Danke auf Türkisch. Beschengule. Beschengule. Okay. Auf Wiedersehen. Morgen auf Wiedersehen. Ciao. Jetzt wieder Türkisch lernen. Jetzt geht's los. Ja, das war die Pressekonferenz. Bild, oder? Eieiei. Naja, wir haben immerhin die Info, dass Leimer im Mittelfeld spielt. Ja, aber Tuchel war ja ganz relaxed. Läuft alles. Geht alles seinen Weg, Leute. Macht euch keine Sorgen. So, jetzt kann ich mal den Chat ein bisschen nachlesen. Eieiei.